Hallo und willkommen zur ersten Ausgabe der Wrestling Talk News beim Wrestling Talk Radio. Ich bin der Leo und ich werde euch in kürzester Zeit die interessantesten Informationen der WWE und TNA-Welt näher bringen. Beginnen wir bei der aktuellen WWE Raw-Ausgabe. Dort stand ja alles unter dem Motto, Champions verteidigen ihren Titel gegen einen Gegner ihrer Wahl. Big Show setzte sich somit gegen Ricardo Rodriguez durch, Antonio Cesaro verteidigte gegen die Wrestling-Legende Sergeant Slaughter. Nur einen Titelwechsel gibt es zu vermelden. Kofi Kingston verlor tatsächlich seinen WWE Intercontinental Championship gegen Wade Barrett. Somit neuer Titelträger Wade Barrett bei Monday Night Raw. John Cena kündigte wenig überraschend seine Teilnahme am Royal Rumble an. Des Weiteren wurden später bei den SmackDown-Tapings Sheamus und Randy Orton als feste Kandidaten bekannt gegeben. Verzichten werden wir wohl auf Evan Bourne und Rey Mysterio. Rey Mysterio plagt sich immer noch mit privaten Problemen, während Evan Bourne durch seine im letzten Jahr zugezogene Fußverletzung nicht rechtzeitig fit werden wird. Auch Brock Lesnar steigt wahrscheinlich in die TV-Shows erst Ende Februar, Anfang März wieder ein, um dann mit dem Aufbau für das WrestleMania-Match bei WrestleMania 29 gegen Triple H zu beginnen. Apropos WrestleMania, The Rock bestätigte nun in einem Interview, dass die große Storyline am kommenden Montag bei Raw starten wird. Dies soll dann ins größte WrestleMania-Match aller Zeiten münden. Insgesamt wurde The Rock in vielen TV-Shows der nächsten Wochen und Monate bestätigt, unter anderem am 7.1., 11.1. bei SmackDown und bei der 20-jährigen Jubiläumsshow am 14.1. in Houston, Texas. Die WWE bestätigte des Weiteren, dass das Match zwischen Ryback und CM Punk in der nächsten Monday Night Raw-Ausgabe in Tampa, Florida stattfinden kann. Es wird ein TLC-Match sein. Viele rechnen damit, dass The Rock zugunsten von CM Punk oder Ryback eingreifen wird. Hin- und hergerissen sind derweil die Offiziellen immer noch bei Alberto Del Rio. Man soll derzeit nicht mit seiner aktuellen Lage und seinem aktuellen Faceturn zufrieden sein. Daher lässt man ihn immer wieder in Matches wie zum Beispiel Big Show aus und lässt zum Beispiel Ricardo Rodriguez antreten. Mit dem Monday Night Raw Rating von 2,31 Punkten und einer durchschnittlichen Zuschauerzahl von 3,5 Millionen Zuschauern dürften die Offiziellen wohl gerade noch zufrieden sein, da es sich um eine Silvestershow handelt. Im Vergleich zur Weihnachtsausgabe davor verbesserte man sich um 0,11 Punkte. Folgt man dem aktuellen Elimination Pay-Per-View Poster, werden wohl CM Punk, Rock, Cena, Sheamus, Ryback und Big Show eine größere Rolle spielen, da alle 6 Wrestler auf diesem Cover abgebildet sind. Und noch etwas Erfreuliches zum Abschied der WWE News. Die Ausgabe am 14. Januar wird wie angesprochen das 20-jährige Jubiläum. Dabei werden viele Stars erwartet. Ähnlich der Raw 1000 werden wir Stars wie Shawn Michaels und viele andere erleben. Somit kann sich doch jeder schon mal auf das Datum 14.01.2013 freuen. Die Road to WrestleMania wird möglicherweise dort schon richtig beginnen. Kommen wir nun zu den TNA News. Bei der letztwöchigen Ausgabe von Impact Wrestling wurde unter anderem bekannt gegeben, dass TNA World Heavyweight Champion Jeff Hardy seinen Titel bei Genesis gegen Bobby Roode und Austin Aries in einem Triple Threat Elimination Match aufs Spiel setzen muss. Auch Chavo Guerrero und Hernandez werden ihre Titel gegen Joey Ryan und Matt Morgan verteidigen. Außerdem wird bei Genesis der Sieger des X-Division Tournaments gleich ebenfalls bei Genesis sein Titelmatch gegen TNA X-Division Champion Rob Van Dam erhalten. Zusätzlich kam es zur Rückkehr von Sting. Dies fand ganz am Ende der Show statt. Er half Kurt Angle und Samoa Joe gegen die Aces und Eights. Dabei gelang es ihnen, ein weiteres Mitglied der Aces und Eights zu demaskieren. Die stellte sich als niemand anderes als Ex-WWE-Superstar Mike Knox heraus. Er wurde sogar von den Kommentatoren von TNA als ehemaliger WWE-Superstar bezeichnet. Wrestler des Jahres bei der WWE wurde John Cena. Diese Woche wurde auch der Wrestler des Jahres der TNA bekannt gegeben. Es ist niemand Geringeres als Jeff Hardy.
Außerdem wurde in der Show bereits der Main Event für die nächste Woche angekündigt. Bobby Roode und Austin Aries werden dabei in einem Tag Team Match auf Jeff Hardy und einem Partner seiner Wahl treffen. Hulk Hogan suspendierte außerdem Bully Ray auf unbestimmte Zeit. TNA und Sky gehen jetzt nach 4,5 Jahren offiziell getrennte Wege. Dies wurde nun auch auf dem offiziellen Facebook-Auftritt bekannt gegeben. So, das waren die Wrestling Talk News dieser Woche. Nächste Woche, Montag, 8 Uhr, folgt schon Folge Nummer 2. Ich wünsche euch eine entspannte Wrestling-Woche, euer Leo.